Mit einem herzlichen Lächeln lauscht Günther Holzapfel der Laudatio von Alois Ritzer. Dieser kennt den Fußmaler schon seit seiner Kindheit. Die liebevolle Art und sein unendlicher Optimismus haben ihn an Günthi immer am meisten fasziniert. Dabei hatte es Günther Holzapfel nicht leicht in seinem Leben. Er kam mitten im Krieg zur Welt, 2,5 Monate zu früh. Komplikationen bei der Geburt führten zu seinem Handicap. Dennoch ließ sich Günther und seine Familie nicht unterkriegen. Das haben wir als Kinder überhaupt nicht gemerkt, dass der behindert ist. Der war einfach so und der hat es so gemacht. Und für uns war das ganz normal. In die Schule konnte Günther damals nicht gehen. Schreiben brachte er sich selbst bei, mit den Zehen. Doch es ging noch weiter. Er stellte sich der großen Herausforderung, die Bilder in seinem Kopf auf Papier zu bringen. Nicht einfach so, sondern mit erstaunlicher Präzision. Im Laufe der Zeit entwickelte sich sein Stil weiter. Früher hat er sehr modern gemalt, aber durch den Verlag, die konnten das sagen, er kann, diese Bilder können sie nicht verkaufen, so moderne. Und auch er hat sehr, sehr dunkle und sehr meditative Bilder gemalt. Und dann hat er sich umgestellt auf mehr realistische Bilder, Landschaften. Und jetzt malt er wieder so, wie er will. Auf Meditationen. Er selbst sieht die Ausstellung in Oberalteich als Höhepunkt seiner Karriere. Hier sind erstmals alle seine Bilder ausgestellt. Aufhören will der 70-Jährige jedoch noch lange nicht. Momentan hat er schon wieder ein neues Projekt in Arbeit. Derzeit hat er ein Projekt, er möchte den Kreuzweg alle 14 Stationen malen. 3 Stationen hat er schon. Und beim Simon von Sirene, das möchte er, dass ein Rollstuhlfahrer das Kreuz tragen hilft. Jeder Rollstuhlfahrer ist unfreiwillig Kreuzträger. Wichtig sei nur, dass man sich von diesem Kreuz nicht erdrücken lässt. Günther Holzapfel geht mit gutem Beispiel voran. Seine Lebensfreude ist geradezu ansteckend.